Jetzt kommen wir zu der Fertigstellung von dem Hirschsauerbraten. Da habe ich einmal einen ausreichend großen Topf mit Wasser einmal aufgekocht, jetzt die Temperatur zurückgedreht und da gehen wir jetzt einfach hin und legen den Beutel mit dem Sauerbraten, den Beutel mit dem Rotkraut und den Beutel mit der Kürbiscremesuppe, legen wir einfach mal oben drauf, lassen das schön ein bisschen temperieren, ungefähr so 10 Minuten und dann geben wir die Kürbiscremesuppe in einen separaten Topf, tun die einmal aufkochen, aufmixen, abbinden. Und wenn ihr dann die Vorspeise gegessen habt, dann gehen wir zum Hauptgang über. Ich hoffe, das Süppchen hat euch geschmeckt. Jetzt kommen wir zu der Fertigstellung von dem Hirschsauerbraten. Dazu Pfanne, mittlere Hitze. Geben wir ein bisschen Öl rein. Und braten schon mal die Servettenknödel. Circa 2 bis 3 Minuten von jeder Seite. Das kommt natürlich auch ganz auf euren Herd an. Und deswegen einfach immer ein bisschen mitgucken. So, das läuft schon mal. Dann holen wir schon mal das Rotkraut raus. Schön vorsichtig. Wir wollen ja nicht, dass ihr euch verbrüht. Schneiden den Beutel auf. Geben es separat in den Topf, um es nochmal richtig heiß zu machen. So. Einmal das. Dann den Sauerbraten. Geben wir auch nochmal einen separaten Topf, damit wir die Soße auch nochmal schön aufkochen können. So, erledigt. Deckelchen drauf. Und dann geben wir ein bisschen Hitze dazu, dass wir das schön aufkochen. Nicht zu stark, nicht, dass die Soße anbrennt. Beim Rotkraut ebenso. Bei dem Hirschkalb, bei dem Sauerbraten, ist ja ein Schmorgericht. Da benutze ich persönlich am liebsten so Schulter, irgendwie ein bisschen muskulöseres Fleisch. Auf gar keinen Fall eine Keule oder Rücken oder Filet oder sowas, weil wenn du das übergart, dann wird es natürlich trocken. Ja? Und das hast du bei der Schulter halt nicht. Das ist halt ein schönes Muskelgewebe und das eignet sich halt, oder so Brust oder sowas, das eignet sich halt super zum Schmoren. Der Sauerbraten ist ungefähr 48 Stunden mariniert. In Rotwein, Balsamico-Essig, Lorbeerblätter, Piment, Wacholderbeeren, Nelke und Koriandersamen. Das Ganze mit aufgekocht, dann abkühlen gelassen und dann den gebundenen, die gebundene Hirschschulter, da drin wie gesagt 48 Stunden mariniert und danach angebraten und angesetzt wie ein richtiger Schmorbraten. So, das brutzelt alles schon mal ein bisschen, ist schon mal gut. Das fängt auch an zu köcheln. Dann drehen wir mal die Servettengrillen um. So. Beim Rotkraut ist es ganz ähnlich. Also Rotkraut ist für mich auch so eine Ehrensache als Koch, das wird frisch gemacht. Allerdings, frisch ist in dem Fall relativ. Es wird geschnitten, dann wird es auch knapp 2 Tage lang mariniert. Apfelsaft, auch Gewürze, Rotwein, Essig, Salz etc. wird das knapp 48 Stunden mariniert. Dann schwitze ich in Gänseschmalz geriebene Äpfel, geriebene Ingwer, viel Zwiebeln an. Dann kommt das Rotkraut mitsamt der Marinade kommt dazu und dem Gewürzsäckchen. Da wird das ungefähr 1,5 bis 2 Stunden muss das köcheln. Dann bis, bevor ich das Rotkraut mit der Marinade zu dem Gänseschmalz und den Zwiebeln dazugebe, mache ich noch Risotto-Reis rein und das gibt nachher die Bindung. Der Reis verkocht ja, setzt Stärke frei und dazu brauchst du dann nachher nicht irgendwie, ich sag mal, mit einer Mehlschmitze oder mit Stärke irgendwie nachzuarbeiten. Das macht alles, lasse ich alles quasi den Risotto-Reis machen. Dadurch ist das Ganze dann auch sogar noch glutenfrei. So. Und das Wichtigste ist beim Rotkraut, wenn es fertig gekocht ist, muss es erstmal ein bisschen ziehen und am besten beim Heißmachen nochmal so, ich sag mal, anbrennen. Ja. Wenn es zweimal angebrannt ist und durchgezogen ist, dann ist es perfekt. Das meine ich mit relativ frisch. So, würde ich sagen, ist alles heiß.
Gucken wir nochmal auf die andere Seite von den Knödel. Sieht alles gut aus. Und dann richten wir mal. So, erstmal das Rotkraut. So. Dann die Servettenknödel. Und dann unser Sauerbraten. Wie das duftet. So, ich lege jetzt mal ein Scheibchen drauf. Mache auch jetzt nicht ganz so viel Soße drauf. Kann man lieber nochmal was nachschöpfen oder was separat mit auf den Tisch stellen. So, das sieht doch gut aus. So, und dann wünsche ich guten Appetit mit dem Sauerbraten vom Heimbacher Hirschkalb.